Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Super Kirby Clash, ja, mit einem neuen Video. Wie lange ist das letzte Video her? Circa 3 Monate, vielleicht länger. Und ihr seht vielleicht oben rechts, hat sich einiges angesammelt an Apfeljuwelen. Ich bin halt nur die Wochen überhaupt nicht dazu gekommen, mal irgendwas aufzunehmen. Mehr dann halt doch eher bei Yokai Watch oder halt viel Streaming bei Twitch. Und ja, nichtsdestotrotz möchte ich natürlich schon ganz gerne gucken, dass ich dieses Spiel auch irgendwann mal beende, deswegen ich eigentlich immer noch weiterhin sammle. Also es ist eigentlich keine Sache, da du lockst dich halt 10 Sekunden ein, holst deine Äpfel und gehst wieder raus. Das ist bei mir so eigentlich immer so das Erste, was ich am Tag mache, so ein bisschen. Und ja, wie beim letzten Mal angekündigt, haben wir diesmal die ganzen Hammer-Sachen, die ich kaufen möchte, damit wir halt eine neue Heldenmission freischalten oder besser gesagt komplettieren, wenn es danach geht. Und eigentlich bräuchte mir dafür so um die 1300 Äpfeljuwelen. Also habe ich schon mal genug fürs nächste Mal dann. Aber das wird ich auf jeden Fall sowieso nochmal zeigen, wann ich dann da dazu komme. Es läuft ja nicht weg. Im Endeffekt muss ich eh noch keine Ahnung, wie viele Äpfeljuwelen sammeln, um die ganzen Deluxe und Super Deluxe Sachen zu holen. Aber ja, Stück für Stück möchte ich natürlich dann schon so ein bisschen daran tasten. Ich möchte übrigens auch noch eine andere Sache erwähnen. Und zwar, das wird natürlich auch noch eine Weile dauern. Ich spiele übrigens immer noch Team Kirby Clash Deluxe für den Nintendo 3DS. Und da ist der Gedanke da, dass ich natürlich da auch alle Heldenmissionen irgendwann mal fertig haben will. Nur da bräuchte ich, das hört sich zwar relativ wenig an, da bräuchte ich noch so um die, sagen wir mal, 500 Apfeljuwelen. Aber ihr könnt euch denken, wenn man 5 Apfeljuwelen am Tag sammelt, wie lange das dauert, bis man diese 500 noch übrig bekommt. Also es gehen auch noch ein paar Monate ins Land. Und ja, deswegen, aber erstmal hier konzentrieren, nicht außerdem das Falsche kaufen, wobei das eigentlich, glaube ich, egal wäre, weil ich habe so viel Apfeljuwelen, ich könnte auch eine Sache falsch kaufen, dann wäre es auch nicht so schlimm. Aber trotzdem möchte ich das Ganze gerne nach Reihenfolge und meiner Liste machen, weil ich habe die Liste ja nicht umsonst erstellt, damit ich dann halt sehe, dass da, ja, was ich da kaufe, das war ja bei einem Folianten lustig, habt ihr ja bestimmt mitbekommen. Und, ja, dann fangen wir mal auch direkt an, alle Hämmer, und zwar die Rüstung von 12 war das. Das war der Mein Drachehelm, denke ich mal. Kostet 82, genau. Also es ist im Prinzip eigentlich alle, die noch nicht auf Deluxe sind, wenn es danach geht. Und die Platin-Haube gehört auch noch damit dazu, ja. Genau. Also erstmal hier kaufen. Und ja, für die einen oder anderen, die sich vielleicht fragen, ich habe auch mitbekommen, dass Kirby's Dream Buffet released worden ist. Da bin ich mir aber noch sehr unsicher, ob ich mir das kaufen werde, weil das ist halt rein digital und ich habe mir ja schon Kirby's Fighters 2 nicht gekauft, weil es halt rein digital war. Bei dem Spiel hier ging es ja bei Super Kirby Clash, weil es ja ein kostenloses Spiel ist. Konnte man es runterladen, konnte man so spielen. Sieht man ja. So. Aber ich muss auch dazu sagen, mal abgesehen von Twitch wurde ich bisher noch gar nicht gefragt, ob ich das Spiel spielen wollen würde, in dem Sinne. So, hier brauche ich auch noch die 13, genau. Ich bin übrigens auch überrascht, dass es hier anfängt zu ruckeln, wenn ich hier auf die Super Deluxe Sachen gehe. Ich vermute, ich im Spiel zu heftig, was da alles glitzert hier. Merkt man vielleicht so grob von der Framerate her. Dann haben wir jetzt die 3 Sachen gekauft und dann das sind eigentlich noch die letzten, die 15er Sachen. Ja, genau, die fehlen jetzt noch. Komm, schwer. Einmal. Und stimmt ja, deswegen habe ich so viel gebraucht, weil ich ja die ganzen Super Deluxe Sachen ja noch holen wollte, gell? Dass wir das auf dreifacher Stufe haben. Genau, habe ich ja so gemacht. Habe ich ja auch so gemacht, genau. Das war eigentlich der ganze. Ich habe gerade überlegt, wo habe ich denn überhaupt die ganzen. Wo gebe ich überhaupt die ganzen Äpfel überhaupt aus, wenn ich hier jetzt eigentlich schon beim Schluss bin hier. So, aber erstmal die Rüstung kaufen, genau. So, genau. Und die kommen natürlich dann noch auf die Super Deluxe, weil das war ja sozusagen der ganze Kniff dahinter, dass man das Zeug noch hier sammelt, genau. Dass wir dann auch die beste Hammerausrüstung haben, so wie wir es auch mit den Schwertern gemacht haben. So, alles klar. Dann nochmal schön die Waffe hier. Man könnte eigentlich meinen, das ist total voll simpel, hier einfach Sachen kaufen, aber ich weiß schon, wie ich beim letzten Mal hier, also ich habe die Rolle geändert, egal. Wie ich da, bei dem Folianten ein bisschen gefailt habe. Was am Ende auch egal gewesen wäre. Man hat da nur die Reihenfolge geändert.
Okay, und damit haben wir jetzt noch 430 Apfeljuwelen. Wird natürlich noch ein bisschen mehr werden, weil wir jetzt gleich natürlich unsere Heldenmission freischalten werden. Warum wir das Ganze auch machen, in dem Sinne. Aber da sieht man auch, wie viele Apfeljuwelen man überhaupt ausgeben muss. Nur damit man halt eine Mission halt freischaltet. Und damals alle Waffenausrüstungsteile von den Hämmern natürlich. Sehr schön. Ja, und die 25 im Prinzip auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber man sieht Stück für Stück, wir kommen dann zumindest auf die Deluxe-Aufwertung. Und das könnte man dann, bei Zeiten dann mitmachen. Je nachdem, wie es halt dann um die Apfeljuwelen bestellt ist. Weil das nächste Mal wird es auf jeden Fall sein, dass wir dann auch alle restlichen Teile von vom Heiler kaufen. Das sind 4 Rüstungsteile. Aber das kostet am Ende auch insgesamt 1216. Also könnt ihr euch wieder denken, da geht noch mal ein bisschen was ins Land, bis man da die Punkte zusammen hat. Und danach geht es dann halt um die Kleinigkeiten, wie jetzt hier jetzt mit den Deluxe. Und das ist jetzt nur eine Kleinigkeit mit den 20. Weil es gibt ja dann noch was für 50. Und dann kann man sich denken, wenn man da noch mal 30 Items kaufen soll, die jeweils 100 kosten. Ich kann euch mal ganz kurz zeigen. Damit man sich das mal ganz grob rechnet. Dass man sozusagen denkt pro Waffe. Hier zum Beispiel eine Deluxe, hier jetzt, das ist Super Deluxe, das kostet jetzt 142 und das erste hier oben, gehen wir mal nach oben, so, das fängt bei 84 an, also so ungefähr kann man ja rechnen, also so mindestens 100 pro Item und wenn man dann 30 Items kaufen muss, dann sind das über 3000 Apfeljuwelen. Und das wird auf jeden Fall sehr lange dauern, bis ich dann damit fertig bin. Also ich gehe mal davon aus, dass ich mit dem Spiel noch das nächste Jahr beschäftigt sein werde. Zumindest wenn es halt ums Apfelsammeln angeht. Ich habe auch schon eine andere Sache überlegt gehabt. Und zwar für die Leute, die es vielleicht nicht wissen. Ich bin ja sehr, sehr eigen, was halt was digitale Sachen kaufen angeht. Und für die Wii U und für den 3DS geht es ja nur noch bis zum 29. August, dass man da Guthaben einlösen kann. Und dann kann man nur noch bis zum März nächstes Jahr, kann man sich im Shop Sachen kaufen. Danach wird es abgestellt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte da so einen leichten FOMO-Aspekt, also Fear of Missing Out. Und zwar habe ich mir da extra für die Wii U einen Gutschein, eine Gutscheinkarte gekauft und habe mir dann für jeweils 7 Euro habe ich mir Metroid Fusion und Metroid Zero Mission für die Wii U runtergeladen, weil es halt da, erstens hat man es da die beste Möglichkeit, dass man es dann von da aus auch streamen oder halt aufnehmen könnte. Und auf der anderen Seite muss man sich vorstellen, dass die losen Module davon im Original für den GBA, da kosten die über 60, 70 Euro. Und deswegen fand ich halt den Preis halt schon angemessen, dann für das Digital zu bezahlen. Vor allem, wenn man halt dann nicht mehr nur überlegen darf, sondern man muss halt sich halt entscheiden, ja oder nein. Und da könnt ihr sicherlich denken, da habe ich bei einer 15er Karte, bei 14 Euro habe ich noch 1 Euro übrig. Und ich könnte bei dem Spiel hier jetzt theoretisch auch hingehen und sagen, ich könnte mir jetzt im Shop Apfeljuwelen kaufen. Und zwar, dass man hier hingeht und sich vielleicht so das erste Upgrade holt oder vielleicht sogar das zweite. Wobei es eigentlich egal wäre, weil das ja am Ende dann nur darum geht, dass man hier, geht ja dann nur darum, dass man unten rechts halt die Apfeljuwelen dann von 10 auf 20 erhöht. Das ist so der Gedanke. Aber irgendwas beißt sich in mir, auch wenn es natürlich total logisch und Sinn machen würde von der Zeit her, die ich dafür brauche. Dass ich hier, ja, das ganze Jahr damit angefangen habe, dass ich das Spiel ohne Geld ausgeben spiele. Und und das ist halt dann so eine Prinzipsache bei mir, dass ich das halt bis zum Schluss halt durchziehen will. Das ist so der Gedanke dabei. Also nicht, dass ich irgendwie jetzt ein Problem damit hätte wegen dem Preis hier, weil das würde sich halt schon lohnen. Du gibst jetzt 50 Cent aus und kannst dafür dann doppelt so viele Apfeljuwelen bekommen. Aber ich habe halt schon den ersten Teil so gespielt gehabt und irgendwie will ich es halt dabei behalten. Weil es läuft ja auch nicht weg. Ist ja auch nicht so, dass es irgendwie die Leute hingehen und sagen, das ist jetzt doof, was ich hier mache. Ich habe sogar bei manchen gehört, die finden das krass, dass ich das überhaupt so hinbekommen habe. Spiel durchgespielt, ohne jemals Geld auszugeben zu haben. Und ich würde es halt gerne bis zum Schluss halt durchziehen. Weil wenn ich dann eh keine Apfeljuwelen mehr brauche, dann brauche ich mir auch keinen größeren Baum kaufen. Auch wenn man theoretisch sagen könnte, okay, das Game wäre erst wirklich 100%, wenn der Baum am größten ist. Aber das kannst du ja ohne Geld nicht erreichen und deswegen tue ich es ausblenden. Aber gut, dann genug gelabert, gell? Sonst wird der Part auch wieder zu lang. Ist ja eigentlich nur für die Heldenmission, aber da kriegt ihr zumindest ein paar Infos. Könnt mir auf jeden Fall auch in die Kommentare schreiben, ob ihr noch weitere Informationen wollt oder ob euch irgendwelche Fragen auf dem Herzen liegt, weil ich kriege ja immer noch mit, dass die einen oder anderen immer mal wieder nach Passwörtern und Co. fragen. Da gibt es leider keine mehr. Das letzte Passwort ist auch das letzte gewesen. Da kommt nichts Neues mehr.
Und ja, ansonsten halt gucken aufs Datum, ob da noch was da ist, weil es sind noch ein paar Passwörter, die sind endlos, aber die meisten sind ja doch abgelaufen, gell? So, aber gut, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir gerne einen Daumen hoch geben. Gerne auch abonnieren, falls ihr mehr von Super Kirby Clash sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Nicht zu vergessen, immer schön die Glocke zu aktivieren bei YouTube, wie auch in-game hier, gell, damit ihr auch keine weiteren Videos verpasst. Und auch nicht vergessen, dass ich jeden Mittwoch bis Samstag auf Twitch streame. Ja, das ist eine Streaming-Plattform, falls die Leute es nicht kennen, kann ja sein. Und da streame ich halt unter anderem Multiplayer-Games wie Mario Kart, Splatoon oder auch Singleplayer-Spiele. Vorrangig aktuell bei der PlayStation, weil ich da sehr viele günstige Games bekommen habe, wenn ich zugebe. Aber es werden auf jeden Fall auch noch wieder ein paar Switch-Games folgen. Allein schon, dass halt die nächste Woche kommt ja ein Splatfest von Splatoon 3. Und ja, ich werde bei Splatoon 3 am 9.9. ist der Release, werde ich halt von Anfang an dabei sein. Also ich werde das Game auf jeden Fall nahe Release halt kaufen und auch spielen, streamen mehrfach. Und ja, falls da jemand Interesse hat, kann er gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen. Sieht man auf jeden Fall auch unten in der Videobeschreibung. Vielleicht blende ich den auch hier nochmal extra ein hier, meinen Twitch-Kanal. Also als, ja, wenn man es halt von Hand schreiben möchte in dem Sinn. Aber ich werde, wie gesagt, nochmal in die Videobeschreibung den Link senden, reinhauen, gell? Und ja, wie gesagt, dann, ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.